Enno, herzlich willkommen zum obligatorischen Fazit-Interview im Trainingslager und danke, dass du dir vor der Abreise noch mal kurz Zeit für uns nimmst. Wie fällt dein Resümee aus nach gut einer Woche hier in Spanien? Ja, wir haben sehr intensiv gearbeitet, sind als Mannschaft, glaube ich, noch mal ein Stück weit weiter zusammengerückt. Wir hatten verschiedene Schwerpunkte, die wir uns für die Vorbereitung gesetzt haben. Da haben wir intensiv dran gefeilt. Ich glaube, die Jungs haben wirklich viel Spielzeit bekommen, viele Jugendspieler integriert, um auch sie ein Stück weit voranzubringen. Das Thema Verfügbarkeit unserer Jungs ist sicherlich das größte Entwicklungsfeld, wo wir weiter dran sind, aber in Summe war es ein sehr positives Trainingslager. Der FCA war ja vor ein paar Jahren schon mal hier. Für dich war es das erste Mal in Algorfa. Wie fandest du die Bedingungen hier? Ja, sehr gutes Wetter jeden Tag. Das ist natürlich toll zu dieser Jahreszeit. Wir haben einen sehr guten Trainingsplatz vorgefunden. Wir hatten sehr gute Testspielgegner und ein tolles Hotel. Warum ist Wintertrainingslager für dich wichtig? Ja, weil man dann, glaube ich, auch viele Dinge auch im Detail besprechen kann. In Deutschland ist es schon dann auch arg kalt, gerade wenn du viel in taktischen Einheiten arbeitest, was für uns ja auch ein Schwerpunkt war, hat man dann hier doch einfach auch ein anderes Klima, Thema Standardsituation, wo man viel steht, Teambuilding. Ich glaube, gerade dafür lohnt es sich, wenn man die Möglichkeiten hat, in den Süden zu fliegen. Und das haben wir, denke ich, hier auch sehr gut genutzt. Was unsere Fans natürlich immer sehr interessiert, ist die Personalsituation. Wie steht's um unsere Spieler? Welche Spieler konntest du zum Beispiel noch nicht wie gewünscht mit einbinden hier? Ja, Iago hat eine entzündete Achillessehne. Leider war es da nicht möglich, dass er mit der Mannschaft auf dem Platz trainiert, aber er macht leichte Fortschritte. Trotzdem schwer abzusehen, wann er wieder voll belastbar ist. Bei Rhys Oxford ist es weiter ein Auf und Ab. Auch er war nicht wirklich belastbar und einsatzfähig auf dem Trainingsplatz. Und bei Niklas Dorsch, der macht wirklich gute Fortschritte, wollen aber dann auch jetzt nicht überpacen. Und bei allen anderen sind wir eigentlich im Plan. Wir haben jetzt gegen Budapest den einen oder anderen geschont, um dann auch für den Test gegen Wolfsburg alle dabei zu haben, weil eben noch nicht alle hundertprozentig belastbar waren. Aber in Summe sind alle anderen auf einem sehr guten Weg, ausgenommen natürlich André Hahn und Tobi Strobel, die langzeitverletzt weiterhin ausfallen. Du hast gerade das Spiel gegen Budapest erwähnt. Insgesamt gab es 3 Testspiele, 2 gegen Union und 1 eben gegen die Ungarn. Ich glaube, die Ergebnisse stimmen dich nicht zufrieden. Wie sah es allgemein mit der Leistung auf dem Platz aus? Ja, genau, das ist das Thema. Es geht im Fußball immer auch um Ergebnisse. Jetzt muss man trotzdem sehen, es war ein Testspiel und in diesen Konstellationen, wie wir zusammen gespielt haben, spielen wir wahrscheinlich sehr selten zusammen. Wenn man gegen Union das erste Spiel heranzieht, wo wir 1-0 verlieren, durch einen unglücklichen Elfmeter, spielen wir Großteil des Spiels auch mit 2 Jugendspielern, was natürlich toll ist, wenn man sieht, wie wir auch mitgehalten haben, beziehungsweise wir in großen Teilen sogar die bessere Mannschaft waren. Da war das Thema Torchancenverwertung eines für uns, was wir verbessern müssen. Das zweite Spiel, das kann man schon einzeln heranziehen, aber da waren wir halt sehr zusammengewürfelt. Von daher, das Ergebnis, so wie es zustande kommt, war erwartbar. Zweite Halbzeit trotzdem in Ordnung. Nach einem 0-4 in der ersten Halbzeit haben wir die zweite Halbzeit dann positiv gestalten können. Und das Spiel gegen Budapest war in der ersten Halbzeit der Gradmesser, wo wir auch nochmal dann wirklich in der Halbzeit komplett durchgewechselt haben und auch in der ersten Halbzeit mit Mert Kömür einen Jugendspieler dabei hatte, der es sehr gut gemacht hat, der auch die meiste Spielzeit in diesem Spiel von allen Spielern bekommen hat. Also in Summe haben wir vielen Jugendspielern dann eben jetzt auch die Möglichkeit bekommen, noch näher dran zu rücken. Wir haben ein größeres Bild auch von ihnen bekommen. Und das eine oder andere Spiel war wirklich gut. Das, was gefehlt hat, ist, dass wir dann auch am Ende die Tore machen und natürlich ein positives Ergebnis. Jugendspieler ist ein gutes Stichwort. Insgesamt waren 7 Jungs von der Paul-Renz-Akademie mit dabei. Wie haben sie sich so gemacht hier in Spanien? Ja, gerade schon gesagt, alle sind ein Stück näher herangerückt. Man hat jetzt wirklich auch ein fundiertes Bild von allen Jungs und das war auch das Ziel. Sie haben sehr, sehr viel Spielzeit bekommen. Am Ende vielleicht sogar mehr, als mir lieb war, weil der ein oder andere von uns dann auch nicht einsatzfähig war. Aber sie haben es toll gemacht. Das zeigt, dass wir einfach auch eine tolle Arbeit in unserem NLZ leisten und freut mich sehr
für alle Jugendtrainer, die daran mitgewirkt haben. Und ich komme ja selbst aus diesem Bereich. Es ist schön dann zu sehen, wie die Jungs sich entwickeln. Und es ist eine tolle Erfahrung für die Jungs und sie haben es allesamt sehr gut gemacht. Heute geht es wieder zurück nach Augsburg in die Heimat. Am Samstag steht nochmal ein Doppeltest an gegen Wolfsburg. Ist es eigentlich bewusst so gewählt, dass du gegen zwei Konkurrenten aus der Liga testen lässt? Ja, wir haben ja auch eine Analyse getätigt und wir wollten ja so intensiv spielen wie möglich in der Vorbereitung. Und Union Berlin und Wolfsburg sind so in diesen Rankings, Laufleistungen, Sprints, Zweikampfstärke, Kopfballstärke sehr gut. Und da haben wir gesagt, okay, wir wollen einfach die bestmöglichen Tests haben und natürlich dann auch sehr, sehr viel Spielzeit. Und habe ich ja gerade auch erwähnt, dass das ein Schwerpunkt war. Und jetzt haben wir mit Wolfsburg wirklich nochmal einen richtig guten Härtetest. Und den brauchen wir auch bei dem Programm, wie es dann bei uns losgeht. Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Vor 2 Monaten war das letzte Spiel. Wie ist unsere Mannschaft durch diese ungewohnte Zeit gekommen? War ja für alle ein bisschen neu, diese ewig lange Winterpause durch die WM. Ja, am Ende hat jeder auch oder jeder Club irgendwie eine andere Strategie gewählt. Einige haben es so gemacht wie wir, einige haben weiter trainiert, haben eine längere Pause gemacht und haben dann früher wieder angefangen als wir. Das wird sich jetzt zeigen, wer die beste Strategie hatte. Aber ich glaube, wir sind belastbar jetzt, belastbarer als vorher. Wir haben an Details gearbeitet, wie Ballbesitz, was für uns ein Thema war, dass wir da einfach eine Balance hinbekommen, dass wir auch Erholungsphasen haben, dass wir nicht jeden Ball dann auch hinter die letzte Linie spielen. Und da machen wir Fortschritte. Es ging auch um das Thema tieferes, kompaktes Verteidigen, von dort immer wieder auch Auslöser finden, um dann wieder ins hohe Pressing zu kommen. Und das waren so die Schwerpunkte neben Standardsituationen. Auch die haben wir hier dann intensiv trainiert, die wir vorangetrieben haben. In 1,5 Wochen ist es dann wieder ernst, wird es wieder ernst. Es geht wieder weiter gegen den BVB. Für dich ein besonderes Spiel. Du bist ja im Sommer vom BVB gekommen. Kribbelt es innerlich schon? Also es würde wahrscheinlich gegen jeden Club kribbeln. Jetzt natürlich dort vor 80.000. Klar, ein besonderes Spiel. Ich freue mich total, nach Dortmund zu fahren. Aber wir wollen nichts verschenken. Und es ist ein Spiel, wo, glaube ich, wir nicht die Favoritenrolle haben. Und so ist dieser Auftakt auch. Wir haben 3 Spiele gegen Dortmund, Gladbach, Freiburg, wo wir ja nicht die Favoritenrolle haben. Und das ist zum Start manchmal gar nicht so schlecht. Und von daher erhoffe ich mir, dass wir diese Underdog-Rolle dann annehmen und maximal unangenehm sind und auch in den ersten Spielen einige Punkte sammeln. Das ist das Ziel. Und dafür wünschen wir dir und deiner Mannschaft ganz viel Glück. Heute eine gute Heimreise und alles Gute für die restliche Saison. Vielen Dank.